Weitere Tagesordnung. Bitte noch sitzen bleiben. 59. Wir müssen noch ein bisschen was Ihnen mitteilen am Ende der Sitzung. Die erste Mitteilung ist, am gestrigen Tag ist der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen betreffend Raumfahrt in Hessen stärken. Raumfahrtstandort Hessen sichern, Drucksache 209136, in den WVA überwiesen worden. Leider ist hier der Ausschuss, ist die Ausschusszuweisung nicht korrekt. Die antragstellenden Fraktionen bitten nun, den Entschließungsantrag statt in den WVA in den HAA zu überweisen. Diese Antragstellung liegt uns hier vor. Sehe ich irgendjemanden, der dagegen sich äußert, dann ist hiermit die Ausschusszuweisung verändert. Zum Zweiten. Die Fraktion der SPD hat mir mitgeteilt, dass sie Top 41 den Antrag der Abgeordneten Lisa Gnadl, Ulrike Alex, Nadine Gersberg, Dr. Daniela Sommer und Türgüt Yüksel und der Fraktion der SPD betreffend bedarfsgerechte Finanzierung des Landeswohlfahrtsverbandes sicherstellen, der Landesverantwortung gerecht werden, Kommunen nicht weiter belasten, in den SIA überweisen möchte. Wir sehen keinen Widerspruch. Und ich hoffe, dass ich auch keinen Widerspruch bei Ihnen sehe. Dann verweisen wir diesen Antrag in den SIA. Dann darf ich auch darüber hinaus jetzt noch einmal bitten, dass wir bei einer Abstimmung eine Erklärung zur Kenntnis nehmen und damit auch gleich zu Protokoll dann nehmen. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Mache ich von hier. Herr Präsident, meine Damen und Herren, beim Tagesordnungspunkt 15, zweite Lesung, Gesetzentwurf, Fraktion der FDP, schnelle Schiene in Hessen, haben wir uns verstimmt. Das kann schon mal sein zu diesem Zeitpunkt. Das kann sein, aber ich sehe das so locker. Ich war zu langsam. Ich sehe, ich gebe es unumwunden zu. Wir möchten bitten, unser Votum als Zustimmung zu dem Antrag zu werten. Vielen Dank, Herr Kollege. Das Präsidium ist nicht verstimmt. Und ich hoffe, liebe Kolleginnen und Kollegen, von Ihnen ist auch keiner verstimmt, sodass wir das bitte im Protokoll aufnehmen, dass die Fraktion der Linken dem Gesetzentwurf Schnelle Schiene zugestimmt hat. So, jetzt sind wir fast fertig. Auf meinem Zettel steht noch, dass ich mich freue, Sie einzuladen zum Tag der offenen Tür am kommenden Wochenende. Wir würden uns da alle wiedersehen. Das steht hier auf dem Zettel. Ich schließe die Sitzung um 20.51 Uhr und wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt nach Hause.